Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der ersten Lesung dieses Gesetzes hatte mein Kollege Stefan Liebig eine historische Rede gehalten, die ich Ihnen allen noch mal im Internet zur Anschauung vorgebe. Und eigentlich hatte ich gedacht, heute könnte man es genauso kurz halten, aber dadurch, dass das Gesetzgebungsverfahren doch noch ein paar Wendungen genommen hat, kommt man so einfach als Regierungsfraktionen hier nicht durch. Ja, wir tun den Steuerberaterberufen einiges an, was in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie an Arbeit aufgelaufen ist. Und wir tun es auch Ihnen deshalb nicht leicht, weil auch der Gesetzgeber permanent Unklarheiten hat bei der Umsetzung der Corona-Hilfen und auch ständig auch das Verfahren verändert oder man es überhaupt nicht einreichen kann, weil es offenkundig Softwareprobleme gibt. Deshalb ist der Bereich, dass man das verlängert, von uns in Ordnung, wird auch von uns als IG Metall auch mitgetragen, aber auch als Die Linke mitgetragen. Aber ich sage Ihnen auch eins, die IG Metall hat zum Beispiel, deshalb komme ich auf die IG Metall, die hat jetzt bei der Fortsetzung des Gesetzes auch deutlich gemacht, beim Insolvenzrecht sind die Arbeitnehmerinteressen nicht ausreichend berücksichtigt. Und das zwingt uns als Linke dazu, dass wir genau deshalb dem Gesetz heute auch nicht zustimmen können, sondern uns enthalten müssen. Und jetzt komme ich aber auch zur Insolvenz. Sie tun so, als geht es Ihnen wirklich darum, Arbeitsplätze zu retten und Unternehmen zu retten. Ja, aber wenn man sich anschaut, wie viele Industriezweige, wie viele Zweige der Wirtschaft Sie bisher überhaupt nicht berücksichtigen, kommt es uns so her, als wollten Sie nur mit dieser ständigen Verlängerung der Insolvenzantragsfrist nur über die Bundestagswahl hinbekommen. Denn noch immer gibt es viele Zweige in Wirtschaft, die bis heute auf Hilfe warten. Der Unternehmerlohn, den wir schon seit Anfang an gefordert haben, ist bis heute nicht umgesetzt. Das wäre Hilfe. Die Leute warten nicht auf die Verlängerung der Insolvenzantragsfrist, sondern sie wollen endlich Hilfe von der Bundesregierung. Und da bleiben sie leider auf dem halben Weg stehen. Der Schwachpunkt dieser Corona-Hilfe ist das Wirtschaftsministerium. Herr Altmaier ist zwar immer ganz schnell dabei bei Ankündigungen, aber bei der Umsetzung lässt er auf sich warten. Und ich sage, heute Morgen hat er hier am Jahreswirtschaftsbericht auch wieder gesagt, kein Unternehmen soll in Insolvenz, weil sie 8 oder 14 Tage länger auf die Hilfen warten müssen. Die Unternehmer wären ja froh, es wären nur 8 oder 14 Tage. Es sind Monate, wo sie warten müssen. Bis wann soll denn die Novemberhilfe ausgezahlt werden? Bis wann soll es denn mit der Dezemberhilfe kommen? Und die Überbrückungshilfe 3 ist bis heute noch völlig unklar, wie es umgesetzt werden soll. Zum Beispiel, wie die Saisonware abgeschrieben werden kann oder geltend gemacht werden kann. Wirtschaftsminister Altmaier ist in dieser Corona-Krise ein Totalausfall, da muss ich Friedrich Merz sogar mal recht geben. Deshalb der wirksamste Schutz vor Insolvenzen wären schnelle und effektive Hilfen. Da können Insolvenzen vermieden werden, da könnten Arbeitsplätze gesichert werden, aber da lässt die Bundesregierung viele, viele Einzelhändler und viele, viele Zweige der Wirtschaft im Stich. Deshalb können wir uns heute maximal enthalten. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr.